Herr Wettstein, als Chef von der EPOL nimmt mich natürlich jetzt Wunder, Frau Hagmann hat sie angesprochen vorher in dem Interview, die Stadt hat Massnahmen ergriffen, unter anderem erhöhte Polizeipräsenz, um Littering, Vandalismus, Parkhaus und so weiter auf dem heiteren Griff bekommen. Jetzt mal meine erste Frage, was haben Sie für Erfahrungen gemacht in den letzten Monaten? Ja, seit den letzten Monaten muss ich ein bisschen weiter zurückgehen. Vom Sommer an haben wir die Präsenz massiv aufgefahren. Also die Polizei ist an den schönen Wochenenden viel dort oben. Es gibt manchmal stündliche Kontrollen, die wir durchführen. Und da tun wir auch das Wetter natürlich ein bisschen beziehen. Dass die Polizei nicht permanent muss am Heiteren sein, tun wir an schönen Wochenenden auch Securitas aufbieten, die dort patrouillieren und mit den Leuten das Gespräch suchen, dass sie aufs Littering aufmerksam gemacht werden. Und in den letzten Monaten, muss ich sagen, Sommer und Herbst, hat sich das verbessert. Kompletten Weg werden wir es nicht bringen. Was haben Sie denn konkret für Möglichkeiten als Repol dort oben zu machen? Also Parksünder, das ist glaube ich klar, oder? Das ist wie der Staat da, wer nicht zahlt und wer nicht auf einem Parkfeld parkiert, wird büßt. Beim Littering und beim Feuermachen draussen und bei diesen Sachen ist es ein bisschen schwieriger. Was können Sie machen konkret? Also wenn wir feststellen, dass an gewissen Orten eine Ansammlung von Leuten sich dort aufhaltet, tun wir natürlich die Gruppierung ansprechen. Von der Polizeiseite her haben wir die Möglichkeit, auch Personalien festzuhalten. Und für uns ist auch Sensibilisieren ein grosses Thema. Wir tun die Leute darauf hinweisen, dass man den Platz wieder sauber verlassen soll. Wenn man ihn sauber antrifft, wäre es auch schön, wenn nachher sie den Platz wieder verlässt. Dass wieder sauber ist dort und nicht alles liegen bleibt. Und wenn wir eine Personalie von ein paar Leuten vielleicht, je nachdem wie gross die Gruppierung ist, haben, merken sie auch, dass die Anonymisierung eben weg ist und dann hat man ein paar Namen. Und im Nachhinein kann man allenfalls die Leute ansprechen, wenn genau an dem Ort dann nachher das Thema wieder kommt mit Littering und alles liegen geblieben ist, dann die Leute natürlich ansprechen auf das. Haben Sie denn konkret schon Bussen für Littering ausgesprochen? Also konkret, wenn ich jetzt zurückdenke, ist es eben schwierig. Man muss gerade sehen, wenn einer etwas liegen lässt und unter den Fuß läuft oder etwas vortritt. Also auf dem Heiteren ist mir jetzt im Moment mit dem Littering von einer Busse nicht bekannt. Aber das hat es schon gegeben. Jetzt ausserhalb vom Heiteren hat es schon x-mal Littering-Bussen gegeben. Was kostet das? Ein Litteringbus ist 50 Franken, je nachdem, wie gross das Mass ist, wo man liegt. Also wenn man das Auto entsorgt, wird es ein bisschen teurer, oder? Ja, das ist so, ja. Aber was man halt auch mal schon hatte, ist, wenn irgendjemand im Wald draussen Pneu entsorgen und solche Sachen. Das ist dann noch viel mühsamer. Wie ist es mit dem Feuern? Haben Sie dort schon jemanden büssen müssen? Ja, jetzt seit das Thema wieder aufgekommen ist, letztes Jahr im Juni, ist es so. Wir haben einmal Kontrolle gemacht und es ist ein Feuer festgestellt worden und die Person ist das erste Mal sogar darauf aufmerksam gemacht worden und noch im Nachhinein hat er sich nicht daran gehalten, ist gebüßt worden. Also es ist effektiv so, dass in der letzten Saison so eine Verzeihung resultiert hat. Wie reagieren die Leute, wenn sie auf das Littering-Thema ansprechen und sich ein bisschen versuchen zu sensibilisieren? Also nehmen sie das eigentlich mit Verständnis auf oder gibt es auch irgendwo aggressiv werden? Ja, da haben wir alle Sorten. Aggressiv würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Aber dass die Leute nicht das gleiche Verständnis haben, das stellen wir fest. Gewisse Leute haben sogar das Gefühl, wir haben ja Leute vom Werkhof, die das Zeug nachher wegräumen. Das ist halt eben nicht so. Wenn jemand etwas mitnimmt, soll er es gefälligst auch wieder verräumen oder mitnehmen. Und dass man da mit den Steuern zahlt, mit solchen Aussagen haben wir immer Mühe, aber dann holen wir die Leute ab und versuchen es natürlich auch mit einer gewissen Bürgernähe ein bisschen darauf herzuweisen, dass das eigentlich nicht die Sache ist, nach gutem Glauben. Sie haben ja sicher auch Kontakt mit Kollegen aus anderen Kantonen oder anderen Gemeinden. Jammern wir da ein bisschen auf höherem Niveau zu Zofingen oder ist es wirklich langsam schlimm? Ja, das ist schwierig, jetzt eine klare Aussage zu machen. Aber das Littering-Problem besteht wirklich überall. Es ist auch nicht immer gleich. So ein Naherholungsgebiet wie jetzt der Heiteren, wo es ein grosses Thema ist, bei schönen Wochenenden, das zieht so viele Leute an, dass da natürlich mehr ein Problem kann werden. Aber ich weiss von vielen Kollegen, von anderen Polizeien, von anderen Städten, auch vom Städteverband, dass das Littering-Problem ein Dauerthema ist.
Das ist eigentlich ein gesellschaftliches Problem schon fast, oder? Ganz genau, ja. So würde ich es auch bezeichnen. Was wir ja auch noch haben, und das geht dann wirklich ins Geld, sind die Vandalennacht, wo also ganze WC-Anlagen zerstört, also kann man eigentlich wirklich sagen, platt gemacht werden. Habe ich Frau Hagen vorher auch gefragt, Kameras, ist das keine Option jetzt an denen, also beim Friedhof, beim Friedhof-WC, beim WC dort, bei der Heiterbox, dass man einfach Kameras installiert und grosse Bussen androht? Ja, die Sachbeschädigungen, das ist das Schlimmste, was wir einmal feststellen. Und wenn eine Sachbeschädigung passiert, ist es meistens gerade grob gewesen, wo zusammengeschlagen worden ist in diesen WC-Anlagen. Und das ist ganz stark störend. Und zu der Kamerasituation, das ist so. Das ist eine Option, ist auch schon x-mal diskutiert worden. Es braucht natürlich klare Richtlinien, das Datenschutzreglement und die Videoüberwachung braucht ein klares Projekt und eine klare Leitplanke, die auch vom Kanton noch zuerst freigegeben werden muss. Aber das ist in Bearbeitung. Vielleicht zum Schluss noch zu der Parksituation. Es hat ja relativ viele Parkplätze dort oben, aber offenbar nicht genug. Ist das etwas, was Sie jetzt immer mehr damit zu tun, dass Sie immer mehr Parkbussen aussprechen? Oder hat das auch mit der vermehrten Präsenz zu tun, dass man halt einfach mehr verwünscht, wenn man häufiger dort ist? Also wenn man vor Ort ist, wird eigentlich Disziplin schon besser wahrgenommen von den Automobilistinnen und Automobilisten. Wenn wir den Parkplatz voll haben, tun wir darunter sperren und signalisieren, dass der Parkplatz besetzt ist. Und dann nachher können sie etwas aufführen und müssen das Auto wieder runterstellen. Und wir machen dann einen Ringverkehr, dass man vom Rietal zum Beispiel nicht mehr rauffährt und von vorne signalisieren, Parkplatz besetzt. Und wie gesagt, an den ganz schönen Wochenenden, Samstag und Sonntag, bieten wir sogar einen Securitas auf, wo dann auch die Parkwohnung erstellt. Aber einen Aussenposten heitern wird es nicht geben in Zukunft? Nein, von dem werden wir eigentlich abgesehen. Auch an den schönen Wochenenden. Aber Präsenz ist mir wichtig und die werden wir so weiterführen. Und das ist etwas, wo etwas bringt.